durchlasst. Nein, das können wir nicht machen. Es ist dort viel zu gefährlich. Zur Festung der Cooper-Brüder zu gehen, wäre ein großer Fehler. Du solltest definitiv nicht gehen. Und auf gar keinen Fall solltest du den alten Merlan um Hilfe bitten. Das wäre wirklich schlimm für uns. Ich meine, für dich. Denk erst gar nicht dran. Hä? Die Typen sind aber seltsam. Oder was meint ihr, Leute? Nun gut. Dann frage ich doch einfach mal Merlan. Den haben wir nämlich im letzten Part kennengelernt. Ist ein Wahrsager. Und ja, vielleicht kennt er die Typen ja. Oh, Mario. Möchtest du, dass ich dir den Weg für deine Zukunft weisen soll? Das kostet dich 5 Münzen, ne? Nee, nee, Moment mal, Junge. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. Ach so, okay. Dann komm doch bitte näher, damit ich dich besser verstehen kann. Denn alles Außergeschäftliche möchte ich, naja, im Angesicht zu Angesicht klären, verstehst du? Oh, was sagst du? Merkwürdige Toads blockieren den östlichen Ausgang von Toadtown? Das darf nicht wahr sein. Das ist lächerlich, so etwas habe ich ja noch nie gehört. Noch nie, okay? Ich werde der Sache auf den Grund gehen, folge mir, ich muss mal sehen, was da vor sich geht. Es ist ja wohl unfassbar, die Jugend von heute, meine Güte. Er rastet, glaube ich, gerade. Dieses scheiß Call of Duty und dieses scheiß Battlefield. Und weißt du, was ich was noch alles? Seh fix, macht nur Scheiße hier. Sind das diese Toads, von denen du gesprochen hast? Ja, das sind sie. Ey, Mann, ich sagte doch, dass du hier nicht vorbei kannst, Alter. Zisch ab, Mann. Ihr seid doch gar keine Toads, oder? Wieso? Nicht? Ja, wir wissen gar nicht, wovon du sprichst, Alter. Ja, was soll das? Du kannst jeden hier fragen. Wir sind schnuckelige, normale Toads. Ihr riecht nicht nach Pfifferling. Zeigt euer wahres Gesicht. Es sind die Cooper-Brüder. Dachte ich's mir. Ihr seid die Cooper-Brüder. Ach, als neu. Wir sind die Turtles seit neuestem. Aber scheiß drauf. Wie hast du das rausgefunden, ne? Unsere Verkleidung war perfekt. Meine Omi hat die Kostüme so lange genäht. Oh man, Melanzo, Citronello, Asparagio, Rückzug. Ich glaube, die sollen sogar wirklich an die Turtles erinnern. Auch von den Namen her ähnelt das ein bisschen denen. Lol. Mario, diese Betrüger waren niemand anderes als die Cooper-Brüder. Du musst sie in ihr Versteck der Festung der Cooper-Brüder verfolgen. Ey, Mario, einen Teil deiner Zukunft habe ich dir noch verschwiegen. Um zu der Festung zu gelangen, brauchst du die Hilfe eines Coopers mit einem blauen Panzer. Das ist ein seltsames Omen. In Cooperheim findest du vielleicht etwas, das die Sache klären wird. Ich muss jetzt wieder nach Hause gehen. Fernsehen gucken und Pizza essen. Nom, nom, nom. Ja. Dann viel Spaß. Und wir brechen auf. Endlich haben wir die Vorgeschichte hinter uns. Jetzt kommt Kapitel 1. Schnapp dir die Cooper-Brüder. Und wenn man jetzt eine Weile wartet, ich glaube, dann kann man nochmal eine besondere Musik hören. Testen wir es aus. Ja! Das ist ein Easter Egg in diesem Game. Einfach ein bisschen warten, man hört einen Remix der Super Mario Bros. Overworld Musik. Warum nicht? Oh, und da ist schon der erste Gegner. Natürlich ein Cooper. Und bei denen ist was Besonderes, stimmt's? Richtig, das ist ein Cooper, jeder kennt sie. Das sind Bowsers Gefolgsleute. Maximal Kapier? Was habe ich gelesen? Kapier. Maximal KP. 4. So, Angriffskraft 1 und Verteidigung 1. Sie haben harte Panzer. Wenn du sie aufs Kreuz legen kannst, fällt ihre Verteidigung allerdings auf 0. Dann ist es viel leichter, sie zu besiegen. Du kannst sie durch einen Sprung oder mit Hilfe eines Powerblocks auf den Rücken legen. Stimmt, ich hätte mir eventuell Powerblöcke kaufen sollen, habe das aber nicht getan. Naja, dann schaffen wir es hoffentlich auch ohne. Also die Besonderheit bei den Coopers ist halt, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Gegnern, die wir bisher kennengelernt haben, eine Verteidigung haben, nämlich 1, aber sobald man sie mit einem Sprung oder beim Erstangriff oder mit einem Powerblock umgelegt hat, sinkt diese Verteidigung nicht nur auf 0, nein, sie sind sogar kampfunfähig für ein paar Runden. Ups, Gumbario hat's versaut und ist schuld an einem Schadenspunkt.
Ja, ich finde das Timing in dem Game nämlich nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, in Paper Mario 2 bin ich da ein bisschen besser. Aber hier... Ja, ist schwer zu erklären. Ich bin nicht ganz so gut im Action-Kommando. Also erwartet da jetzt keine Ultra-Skill. Ich werde schon des Öfteren mal Schaden nehmen. Aber was soll's, dann wird's spannender, oder? Ich habe mich ja auch dafür entschieden, am Anfang meine KP nicht zu erhöhen. Wir hätten ja schon 15 haben können. Aber ich dachte mir halt, mit dem Tu mir nichts Orden und so fahre ich eigentlich ganz gut. Stattdessen erhöhe ich doch mal die Ordenpunkte. Och man, Mario! Ja, ich habe das Gefühl, man muss hier ein bisschen später drücken, als ich immer glaube. Ich drücke nämlich eine ganze Ecke, bevor ich die Gegner berühre, beziehungsweise sie mich. Und das ist in dem Game leider falsch. Naja, okay, ich komme langsam rein. Alles klärchen. Das nächste Level-Up dauert zwar noch ein bisschen, mag man meinen, weil wir erst 45 Punkte haben. Aber das kann mitunter ganz schnell gehen. Und irgendwie glaube ich, dass hier irgendwo ein unsichtbarer Block ist. Denn auch das kann es geben. Das sah jetzt zumindest sehr verdächtig aus hier. Aber nö, da ist keiner. Kann auch mal passieren, dass Orden random in irgendwelchen unsichtbaren Blöcken versteckt sind. Das werde ich dann wahrscheinlich auf Anhieb nicht finden, weil ich dieses Game ja nicht auswendig kenne. Aber durch mehr lieblich werden wir sie dann früher oder später noch finden. Nach jedem Kapitel kommt man nach Toadtown nämlich zurück. Und ich werde dann die Gunst der Stunde nutzen und so einen kleinen Check bei mehr lieblich machen. Ob ich denn alles gefunden habe. Ja, wir kriegen aktuell 2 Punkte pro Gegner. Das ist eigentlich noch in Ordnung. Und hier finden wir einen weiteren Orden, den Schwindelhieb nämlich. Verwirrt einen Gegner und macht ihn bewegungsunfähig. Das klingt ganz in Ordnung. Und da ich sowieso 2 Ordenpunkte frei habe, werde ich den jetzt mal aktivieren. Natürlich kostet auch dieser Schlag Blütenpunkte. Wie viele, das werden wir gleich sehen. Ich glaube sogar, ich werde beim nächsten Level-Up meine Blütenpunkte erhöhen und nicht meine KP. Also die KP tatsächlich als letztes, weil ich mir doch sehr sicher bin, dass ich ganz gut fahre mit dem Orden. Ich hoffe halt nur, dass ich mich nicht verpoker. Yay, ein Powerblock. Aber jetzt muss ich langsam aufpassen wegen den Items, weil man kann nämlich nur 10 Items mit sich tragen. Hä? Ah, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Das war jetzt leider ein kleiner Fehler. Eigentlich war es ein Erstangriff, aber das Spiel hat so einen kleinen Fehler leider. Nämlich, wenn der Gegner einen Angriff macht, gerade bei Koopas ist das so, und der Angriff gerade endet und ich in dem Moment die Gegner berühre, dann zählt es nicht als Erstangriff, sondern als ganz normaler Kampfbeginn. Obwohl ich eigentlich auf ihn draufgesprungen bin. Das ist ziemlich lame, aber dagegen kann man nichts machen. Das ist meiner Meinung nach ein Programmierfehler. That's life. Okay, gleich mal den Powerblock genutzt, den ich hier gerade gefunden habe. Und die Viecher umgeschmissen. Ich glaube, den Furchttiegel, den werde ich wegschmeißen, weil der ist nämlich nur dazu da, um die Gegner zum Flüchten zu zwingen. Allerdings bekommt man dann keine Sternpunkte und deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, dieses Item jemals zu nutzen, weil wir schließlich gegen jeden Gegner kämpfen wollen. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Und ja, ich werde auch nichts rausschneiden. Wenn überhaupt, mache ich die Parts länger, aber rausgeschnitten wird nichts. Den Fehler habe ich in Paper Mario 2 schon gemacht. Das bereue ich auch aus heutiger Sicht. Verflixt. Ich habe zwar schon gesehen, dass da oben ein Gegner gelegen ist, aber ich dachte, der fällt einfach nur runter und nicht nach vorne. Da habe ich mich jetzt gerade leider verpokert. Aber Gott, wir werden auch trotzdem mit den Viechern fertig. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem, denn Gumbario, ja, kann jetzt leider nichts machen. Würde ich springen, würde ich mich verletzen. Deswegen habe ich es sein gelassen und ihm gesagt, er soll gar nichts machen. Und obwohl ich die Pickelhaube des Goombas abgewehrt habe, habe ich trotzdem noch einen Schadenspunkt genommen, weil, wie ihr wisst, der Peaks Goomba hat Angriff 2. Also diese Goombas, die sehen zwar dämlich aus, aber sind es nicht. Und bei der Brücke eben haben wir nochmal schön gesehen, dass alles aus Papier ist. Das vergisst man ja ganz gerne mal. Leider baut das Spiel ja nicht so ganz auf seinen Paper-Style. Ich glaube einfach, dass sich die Entwickler erst
kurz vor Veröffentlichung dafür entschieden haben, es in Paper Mario umzuwandeln. Weil wie gesagt, es gab halt die Probleme mit den Namensrechten. Man wollte es ja eigentlich Mario RPG 2 nennen, aber das ging nicht wegen den Rechten, die Square hat an dem Namen. Ja, und dann ist man auf Paper Mario gekommen. Und ja, da so wenig in Paper Style ist, schließe ich darauf, dass man sich erst kurz vor Schluss darauf geeinigt hatte, das so zu machen. Ich weiß nicht, muss nicht stimmen. Aber das würde wenigstens erklären, warum wir so viel 3D sehen und nicht so viel 2D Paper Style. Aber gut, ich will jetzt hier auch nicht rumheulen. Ist natürlich trotz allem ein süßes Spiel. Und ich werde es genießen. Okay, der Typ liegt schon mal. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir das ganz, ganz klug. Oder? Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich nicht meinen Powerblock einsetzen soll. Dann könnte ich zumindest die Goombas schon mal loswerden, aber ja, doch. Ich mach's. Hä? Achso, ich hab keinen mehr? Shit! Mein Gedächtnis hat mich gerade verarscht, weil ich hatte nämlich gerade im Kopf, wir hätten kurz vorher noch einen gefunden, aber da hab ich mich wohl leider geirrt. Dem ist nicht so. Crap. Naja, dann, ouch! Muss ich eben versuchen, die ganzen Angriffe abzuwehren. Und schon kommen wir in die Bredouille, seht ihr? Nur noch 6 KP. Das ist eben das große Problem. Moment. Wenn man nur 10 KP hat. Aber ich habe das ja bewusst so gemacht. Es kann auch gut und gerne sein, dass jetzt alle nachfolgenden Attacken daneben gehen von den Gegnern. Also wenn ich 5 KP habe. Dann ist ja Vorsicht geboten und mein Tumi-Nichts-Ohren wirkt. Kann sein, muss aber nicht. Immerhin, die Attacken des normalen Goombas, die kann man ganz abwehren, weil er ja nur Angriffskraft 1 hat. Bäm! Bäm! Wollen wir hoffen, dass Marios Verteidigung früher oder später mal steigen wird? Boah, wer weiß. Ich verrate nichts. Okay. Da könnte was in der Mitte sein? Nee, leider nicht. Ja, ich überprüfe das alles mal. Ich glaube, da kam sogar mal eine Stelle, wo dann in der Mitte... Ja, hier, oder? Nicht? Da ist auch nichts. What the fuck? Aber wieso sind dann hier überall diese Blöcke? Wollen die mich verarschen? Hier sind wenigstens Münzen. Besser als nichts. Eins gibt es an dem Spiel aber, was mich aufregt. Und zwar ist das die Auflösung der Virtual Console. Denn leider ist das nur ein 4:3. Und nicht ein 16:9, was ich nicht verstehen kann. Denn, ja, Nintendo ist da auch irgendwie zu blöd für, habe ich das Gefühl. Weil im einen Moment stretchen sie die Spiele auf 16:9 Format. Guck mal, der verfolgt uns. Ich glaube, wenn man jetzt hier im Kreis geht... Genau, dann hört man geile Musik. Ist wieder so ein kleines Easter Eggchen. Und man kann sich hier heilen. Ist das nicht toll? Außerdem ist da noch ein Item versteckt, nämlich der Honigsirup. Und da ginge es weiter. Hä? Was ist dann da unten, bitte? Ich will wissen, was da unten ist. Ne, ich wollte aber erzählen, die Wii U Virtual Konsole, die hatte erstmal alle Spiele auf 16:9 und dann mit irgendeinem Wii U Update hat man es dann wieder auf die alte Resolution zurückgemacht, was ich echt nicht verstehen kann. Weil eigentlich ist es doch besser, wenn es gestretched ist. Klar, manche Spiele sehen dann vielleicht ein bisschen scheiße aus, aber... Ey, komm. Da gibt's eigentlich nichts rumzuheulen. Ist da vielleicht irgendwas? Ja, das ist eine seltsame Stelle. Ich frage mich die ganze Zeit, ob hier irgendwas Unsichtbares ist, aber ich finde nichts. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt lang muss. Erstmal hier runter oder... Ah, hier ist auf jeden Fall Cooperheim. Da sollten wir ja eigentlich hin. Kann es denn sein? Bist du wirklich Mario? Willkommen in Cooperheim. Ich wünschte, wir könnten dich mit allem gebührenden Respekt willkommen heißen, aber wir haben gerade jede Menge Probleme. Siehst du denn nicht, was hier los ist? Das ganze Dorf ist wegen der Fuzzis in Aufruhr. Du weißt doch, was Fuzzis sind, oder, Mario? Ja, genau. Die Viecher, die manchmal aus dem Klo rauskommen. Ganz üble Kerle. Sie sind wirklich bösartig und schmutzig. Nein! Er hat mich ausgezogen. Jetzt kriege ich Herpes. Du blöder Fussi, gib mir meinen Panzer zurück, bitte. What the fuck? Was zum Teufel geht hier ab?
Wir sollten den Koopas helfen und den Viechern ordentlich mal einen auf den Kopf hauen. So, du hast deinen Panzer schon mal wieder. Yay! Oh, danke, Mario. Ich stehe in deiner Schuld. Ich kann mich ohne meinen Panzer nicht sehen lassen. Das wäre zu peinlich. Mario, pass bloß auf, dass dir die Fussis nicht auch deinen Panzer stehlen. Ach so. Nee, du hast ja gar keinen. Naja, dann pass auf deine Latzhose auf. Oh, niemand darf meinen kleinen Schwanz. Nicht, Mann. Ja, Ach, ja, gut. Das ist ein Trockenpilz. Das unnötigste Item, das es gibt. Und es stellt nur 1 KP her. Wirklich Dreck. Oh, du bist der Beste. Vielen herzlichen Dank, Mario. Ja, kein Problem. Am besten, ich esse das Ding gleich mal, damit da ein Platz frei wird. Weil wirklich, dieses Item ist Schrott. Schlichtweg Schrott. Aber hier gibt es auch nochmal einen Itemladen. Das Interessante dabei ist, dass die Itemläden hin und wieder mal verschiedene Preise haben. Und natürlich auch andere Items im Sortiment. Man sollte also, wenn man eine neue Stadt erreicht hat, immer mal vorbeigucken. Oh, danke, Mario. Dieser Panzer wurde maßgefertigt. Deshalb steht er mir so gut. Ich sehe doch cool aus, oder? Sagen wir mal ganz normal. Also, ich werde dieses Theater jetzt hier beenden, verflixt. Gibt halt nur ein Problem bei der ganzen Sache. Merlin hat ja gesagt, wir brauchen die Hilfe eines Koopas mit blauem Panzer, aber da hier jedem sein Panzer geklaut wird, wissen wir nicht, welcher Koopa der richtige ist. So, das Blatt ist schon besser, das Koopa-Blatt, denn das stellt 3 BP wieder her, genauso wie die Gumnus. Ich gucke jetzt auch mal in den Häusern nach, was da abgeht. Och ja, der hat keine Probleme. Hast du zu viel Geld oder was? Ah, diese Bob-Oms sind aus der Festung der Koopa-Brüder geflohen. Leider mussten sie feststellen, dass die Dinge hier im Dorf auch nicht besser sind. Die Fussis flippen völlig aus. Die armen kleinen Bob-Oms. Wie ich? Ich verlasse das Haus nicht, weil ich den Fussis nicht in die Hände fallen will. Sie würden mir bestimmt meinen Panzer wegnehmen und damit spielen. Ohne Panzer sehe ich gar nicht cool aus. Nein, danke. Ich bleib lieber hier, höre meine Musik und chill mein Leben. Oh, so ein Arsch. Anstatt den anderen zu helfen, ne? Opas Plattenkiste. Oh, schreckliche Musik. Nee, stimmt gar nicht. Jetzt ist es besser. Das ist eine Mario-Musik. Ich weiß aber gerade gar nicht, wann die spielt. Ich glaube, am Ende von Super Mario World in den Credits. Ja, ja, stimmt doch. Ja. Wir sind Bob-Oms. Wir sind aus der Festung der Koopa-Brüder geflohen. Wir dachten, dass wir wenigstens hier im Dorf ein bisschen Frieden finden könnten. Was für ein Reinfall. Die Fussis versetzen hier alle in Angst und Schrecken. Alles, was wir wollen, ist ein bisschen Ruhe und Frieden. Also mein Dödel, das soll dieses Geräusch von den Bob-Oms nachmachen. Infos rund um die Uhr. Also man kann hier auch andere Sender einstellen. Ja, ich will keine Infos, ich will Musik hören. Andererseits, ich muss mich ja um Wichtigeres kümmern. Geht's dem Typen im Itemladen gut? Ein Schwirrwarr, der macht alle Gegner schwindelig. Und der Voltopilz, den sollte man eigentlich nicht kaufen, weil später kriegt man einen Orden, nämlich den Zapper. Und der hat genau denselben Effekt, nämlich dass Mario statisch geladen ist und physische Angriffe von Gegnern werden dann bestraft. Mario nimmt dann zwar trotzdem Schaden, glaube ich, aber der Gegner eben auch. Oh, und ich glaube sogar, dass es beim Voltopilz so ist, dass dann nur der Gegner Schaden nimmt. Also, okay, man kann ihn schon kaufen. Wenn es so ist. Aber das weiß ich gerade nicht. Das wäre halt dann der Vorteil gegenüber dem Zapper. Aber ich bevorzuge trotzdem den Orden. Noch ein Koopa-Blatt? Ja, warum nicht? Ihr Fussis werdet mich nicht besiegen. Werde Zeugen meiner Macht. Kame! Hab me! Ach, ich kann nichts. Scheiße. Ja, so siehst du auch aus, Junge. Ich höre hier ein Schnarchen, also in dem Haus daneben. Oh, eine Türkin. Das soll jetzt übrigens nicht rassistisch oder sowas klingen. Ich hab als nur so wegen dem Kopftuch so assoziiert. Und es leben ja viele Türken in Deutschland, von daher. Vielleicht finden es ja manche jetzt geil, dass ich die auch mal so erwähnt habe. Yeah! Ich kann leider kein Türkisch, sonst würde ich jetzt irgendwie Hi oder so sagen. Ich kann nur Tschüss. Mehr kann ich nicht. Oh, diese Fussis. Wann hören sie endlich mit dem Unfug auf? Mein Mann ist nie da, wenn es Ärger gibt. Mein Mann?
Oh, sein Name ist Colorado. Du hast sicher schon von ihm gehört. Er behauptet von sich, ein berühmter Forscher zu sein. Wer weiß schon, ob das wahr ist oder nicht. Sein Mundwerk ist ja ständig hart am Arbeiten. Colorado. Klingt ganz normal. Oh, eine Karte. Das scheint ein Reisender zu sein. Mann, die arme Frau. Sie ist alleine. Schade. Okay. Oh, der ist am Heulen. Moment, ich helfe ihm mal. Okay, der ist auf jeden Fall schon schwieriger zu fangen. Scheiße. Dann lasse ich das erstmal bleiben und löse vielleicht erst einmal dieses Rätsel hier. Und natürlich immer schön die Gräser abchecken. Kann immer was drin sein. Wir haben ja schon einiges gefunden. Das ist auch nicht schwierig. Einfach den Block wie bei The Legend of Zelda an den richtigen Ort schieben und schon ist der Panzer gerettet. Yeah! Ah, ich hätte es wissen müssen. Du bist so clever, Mario. Oh ja, ich bin der absolute King. Yeah! Vielleicht finden wir hier irgendwo noch einen Sternsplitter. Da vielleicht? Nein, aber einen Fuzzy. Oh mein Gott. Wer wohnt hier? Ach du Scheiße, ein alter, gebrechlicher Mann. Wie weit ist es mit der Welt gekommen, wenn ein Koopa aus lauter Angst vor den Fuzzys das Haus nicht mehr verlassen kann? Das ist ja wie im Zweiten Weltkrieg. Ich habe schon viel erlebt, aber das ist selbst für mich völlig neu. Okay. So, was ist denn eigentlich hier los? Wer ist da? Ich bin gerade beschäftigt. Hey, ein blauer Koopa. Wie? Warte, kann es sein? Bist du nicht Mario? Du bist es. Mein Name ist Koopa. Origineller Name. Oh man, ich finde es großartig, dich kennenzulernen. Dass wir uns hier treffen, muss von Schicksal bestimmt worden sein. Ich habe da eine große Bitte. Ich hoffe, du kannst mir helfen. So ein blöder Fuzzy hat meinen Panzer gestohlen. Neben meinem Leben besitze ich nichts Wertvolleres. Ohne meinen... Okay, vielleicht meine Wii U, aber... Egal, ohne meinen Panzer kann ich unmöglich das Haus verlassen, das wäre zu peinlich. Das Problem ist nur, dass die Fuzzys zu schnell für mich sind. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mir dann wohl meinen Panzer wieder beschaffen, hä? Oh, bitte. Du musst ja nicht so schnell sein wie Usain Bolt, aber zumindest... Ja, ein bisschen. Hey Mario, er ist wirklich in Schwierigkeiten. Wir sollten ihm helfen. Der Fuzzy, der meinen Panzer gestohlen hat, befindet sich in meinem Haus. Ich bewache die Tür, während du ihn dir krallst, okay? Boah, ich hoffe, der macht da nichts kaputt. Wie ätzend. Fuzzy! Ey, du blödes. Er ist geflohen. Vor allem ist er durch die Tür durchgesprungen. Ja, nie, ist klar, ne? Ohne die Tür zu öffnen. Total unlogisch, aber egal. Bleib doch mal stehen da! Du Drecksvieh! Ich kann leider nicht schneller. Oh nein, jetzt werden wir auch noch von diesen ätzenden Viechern überfallen. Ich fasse es nicht. Gumbario, erzähl mir mehr über sie. Das ist ein Fuzzy. Warum müssen sie ständig umherspringen? Sie sollten sich mal ausruhen. Maximal KP 3, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Das Problem mit Fuzzys ist ihre Geschwindigkeit und der Gestank. Es ist sehr schwer, die Verteidigung richtig zu timen. Vorsicht, wenn sie sich an dir festsaugen. Sie absorbieren deine KP und übertragen Herpes. Oh no! Das darf nicht wahr sein. Ich muss sie loswerden. Powersprung. Bäm. Jetzt machen wir nämlich auch 4 Schaden mit dem Powersprung. Das ist eigentlich ganz nice. Ja, und die Verteidigung ist deswegen so schwer, weil der sich da festsaugt und umherzuckt wie wild. Und man weiß dann eben nie genau, wann er loslässt. Und in dem Moment, wo er loslässt, saugt er eben auch Blut ab. Und dann muss man halt A drücken. Aber ich hab's Gott sei Dank geschafft. Trotzdem, wir werden noch gegen viele Fuzzys kämpfen. Und stehen jetzt vor einem etwas ekligen und größeren Problem. Steht mir bei und schaltet den nächsten Part wieder an. Bis bald. Oh, ein Triforce.